Hallo, herzlich willkommen im Depot. Guten Abend im Livestream. Mein Name ist Sarah von Dordrecht. Ich leite das Depot seit letzten Sommer. Einige kennen mich noch nicht und die Grazer Gäste lerne ich jetzt auch zum ersten Mal in echt kennen. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Und wir besprechen heute dieses Buch Topographie des Widerstands und die dazugehörige Ausstellung. Und ich bin sehr gespannt über die Methode, die ihr dazu entwickelt habt. Nur zum Ablauf. Wie gesagt, es gibt einen Livestream auf YouTube. Wer auf YouTube eine Frage hat, kann die gerne in den Chat stellen. Ich lese sie vor. Wer vor Ort eine Frage hat, kann gerne nachher ins Mikro sprechen. Wer nicht im Livestream sein soll, macht einfach so, dann komme ich nicht mit dem Mikro her, dann einfach nur im Saal fragen und man hört es nicht auf YouTube. Hier während der Veranstaltung bitte die Maske auflassen. Im Café am Platz kann man sie abnehmen und wer gerade spricht, kann sie auch gerne abnehmen. Und ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind und zuhören und wünsche eine anregende Veranstaltung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese freundliche Begrüßung. Ich darf Ihnen zunächst einmal das Podium vorstellen. Neben mir sitzt der Zeithistoriker Heimo Halbreiner aus Graz. Meine Kollegin und Mitherausgeberin des Buchs, was wir heute Abend vorstellen, Waltraud Indrist. Drei Diplomkandidatinnen, also noch Studierende der Architektur an der Architekturfakultät der TU Graz. Emma Drinder, Viktoria Jerezka und Armin Cepic. Mein Name ist Daniel Gehtmann. Und ich würde gerne zunächst einmal darüber sprechen, wie das ganze Projekt entstanden ist. Das wurde ja gerade schon angesprochen. Entstanden ist es aus einer Lehrveranstaltung. Wir führen an der Architekturfakultät sogenannte Projektübungen durch. Dies sind sehr intensive Kurse im Umfang von 10 ECTS, denen dann noch 6 ECTS im Rahmen von 2 Wahlfächern beigefügt sind, also die dazu unterrichtet werden, thematisch unterrichtet. Eines hat Kollege Heimo Halbreiner unterrichtet, deshalb auch sind wir heute so viele auf diesem Podium und freuen uns sehr, darüber sprechen zu können. Und vielleicht deshalb als Einstieg, es ist also tatsächlich die Arbeit eines Semesters. Und dieses eine Semester ist gekennzeichnet durch einen Ansatz, den wir Research Design Build genannt haben. Das ist eine architektonische Terminologie. Die Design-Build-Methode ist eine, bei der der Entwurf und die Fertigung aus der gleichen Hand stammen. Ja, sozusagen von der gleichen Firma, von der gleichen Person erledigt werden. Und sie deutet sozusagen darauf hin, dass es jenseits der auch in der Architektur Fuß fassenden Spezialisierung auch die Gegenbewegung gibt, dass es nämlich tatsächlich Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, nein, ich möchte, wenn ich etwas entworfen habe, das auch bauen. Das haben wir erweitert in unserem Zugang zu dieser Projektübung, indem wir gesagt haben, es gehört zu den architektonischen Kernkompetenzen auch nicht nur die Gestaltung von, in unserem Falle Ausstellungsarchitektur, sondern auch die Gestaltung der Inhalte dazu. Das heißt, wir haben diese Design-Build-Methode ergänzt um auch die Rechercheebene, deshalb Research Design Build. Und alles aus einer Hand beziehungsweise aus 30 Händen, also 15 Studierenden, die an dieser Projektübung teilgenommen haben und sich der sehr komplexen Aufgabe gestellt haben, historische Tatsachen und Ereignisse zu recherchieren, zu dokumentieren, aufzubereiten und dann auch für eine Ausstellung verfügbar zu machen, also in vielen Fällen zu visualisieren oder anderweitig textlich darzustellen und diese Ausstellung dann auch zu bauen. Und nicht nur zu bauen, ich habe sogar noch was unterschlagen, sondern die auch noch
aufzustellen. Wir hatten seinerzeit ja und noch abzubauen. Ich will hier keine einzige Tätigkeit unterschlagen, weil das wird mir sicher hinterher noch gesagt, was ich alles vergessen habe jetzt zu sagen. Also Sie sehen, es ist ein sehr komplexes Unterfangen. Wir haben die Dinge tatsächlich selber gemacht und sind vor Corona bereits in den Modus eingestiegen, dass unser erstes Ziel war, diese Ausstellung öffentlich im öffentlichen Raum präsentierbar zu machen. Das heißt, sie waren auch tatsächlich 24 Stunden zugänglich und die wurden dann eben aufgestellt. Für diese Research Design Bildmethode ist vielleicht noch ganz entscheidend, dass die Rechercheergebnisse und die Ergebnisse sozusagen des wissenschaftlichen Arbeitens sofort Auswirkungen hatten auf die Gestaltung und gleichzeitig natürlich auch wieder die Gestaltung dann abhängig war von der Frage der Visualisierung, von der Ebene, wie lässt sich dieses alles tatsächlich so mobil in eine Ausstellungsarchitektur verwandeln, dass sie an vier Stationen, dazu wird Waltraud Indrist gleich noch was sagen, dass sie an vier Stationen auch tatsächlich auf- und abbaubar wird. Ja? So. Und was wir heute präsentieren, ist das Buch, das diese Ausstellung dokumentiert und dem dann zudem noch weitere Beiträge, dazu wird auch gleich die Kollegin was sagen, weitere Beiträge beigefügt sind. So. Das ist eigentlich das, was ich zu der Methode sagen wollte und deshalb gebe ich weiter an Waltraud Indrist. Dankeschön. Also wie der Kollege schon ausgeführt hat, war im ersten Schritt vor allem dieses Wechselspiel zwischen der Recherche, den Inhalten wichtig und dann das gleichzeitige Konzipieren der Ausstellung. Und vielleicht möchte ich da noch kurz ergänzen, also die Studierenden hatten schon die Herausforderung, also nicht nur zeitgleich eben diese Recherche zu bewerkstelligen, sondern es auch ganz klassisch wie in der Architektur auch. Es geht um das Planerische. Wir haben ein sehr geringes Kostenbudget gehabt. Das war durchaus eine Herausforderung. Es ging darum, es trotzdem wetterbeständig zu machen. Es sollte ja im Außenraum zur Verfügung stehen und dadurch eben auch einen leichten Zugang ermöglichen. Und sie sollten es auch selbst transportieren können. Also das war die große Herausforderung und ich muss sagen, ich finde es immer noch nach 2 Jahren großartig, dass sie das alles letzten Endes zu Wege gebracht haben. Also da auch mal ein großes Danke an die Studierenden, die da mitgemacht haben. Die Ausstellung war in 5 Gruppen unterteilt und also 4 Case Studies, wobei die erste Gruppe, und dazu wird Emma Drinder gleich noch ein bisschen mehr erzählen, die kümmerte sich quasi in ihrem Thema um die unterschiedlichen Formen des Widerstands, die es in der Steiermark gab und da immer auch in Zusammenarbeit mit Heimo Halbreiner. Und dann gab es eben diese 4 weiteren Case Studies, weil es uns wichtig war, also das nicht nur auf der Überblicksebene zu machen, sondern es uns genau vor Ort anzuschauen, wie das ausgesehen hat, um das zu konkretisieren. Und wir haben also die Case Studies Graz, wenn du bitte, genau, Dankeschön. Das ist eben so ein Eingangskapitel eines Case Studies. Hier ging es um die sogenannten Endphaseverbrechen in der SS-Kaserne. Also nein, Entschuldigung, genau, das ist jetzt noch die allgemeine Einführung, wo Emma dazu gleich sprechen wird. Danke, jetzt sind wir richtig. Und zwar, das war das erste Case Study. Hier ging es um die SS-Kaserne in Wetzelsdorf in Graz und den sogenannten Endphaseverbrechen. Hier hat sich eine Gruppe dazu gearbeitet. Genau, dann bitte die nächste. Dann haben wir als konkreten Ort Leoben-Donawitz, also die österreichische Freiheitsfront, bearbeitet. Und genau, dann noch die Kampfgruppe Steiermark in Deutschlandsberg. Und wie Sie links immer in den jeweiligen Bildern schon sehen konnten, das waren dann schon diese Ausstellungen, die wir vor Ort gezeigt haben, weil für uns war auch wichtig eben, dass wir nicht nur zu diesen konkreten Orten arbeiten, sondern dass das, was wir dazu bearbeiten und eben teils auch neue Erkenntnisse erarbeitet haben, dass das auch vor Ort gezeigt wird und das heißt den Menschen vor Ort auch näher gebracht werden kann.
Und das letzte Case Study, das ist das Konzentrationslager Außenlager Eisenerz. Dazu werden dann gleich Viktoria Jerezka und Armin Cepic noch mehr erzählen. Und wie gesagt, also das eine, was Daniel Gehtmann gerade erklärt hat, ist die allgemeine Methode, aber dann ging es uns darum, wie können wir bei den jeweiligen Case Studies, wie können wir arbeiten und hier im besten Fall nicht nur Wissen aufbereiten, sondern eben auch im besten Fall weitere Erkenntnisse schaffen. Und das haben wir anhand der sogenannten Forensic Architecture gemacht. Also dieser Begriff, der geht auf eine Methode zurück des Architekten A.L. Weitzman, der das eben 2011 am Center for Research Architecture des Goldsmith College in London entwickelt hat. Das heißt, wir haben uns dieser Methode entlehnt und daran weitergearbeitet. Und Forensic Architecture ist mittlerweile ein wirklich sehr etabliertes Büro, das auch von NGOs und dergleichen mittlerweile angefragt wird, weil sie mit dieser Methode zum einen sehr viel in Richtung Menschenrechte gearbeitet haben und sie bedienen sich anhand von Werkzeugen der räumlichen und architektonischen Analyse und räumliche Modelle, um eben hier zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Und ein Beispiel, das vielleicht auch Ihnen bekannt sein dürfte, ist jenes in Al-Araqib. Also da ging es darum, nachzuweisen, dass die Beduinen bereits vor der israelischen Staatsgründung dort gelebt haben, also Anspruch auf Grund und Boden hätten. Und sie konnten das mit ihrer Methode eben nachweisen. Und ja, das war die Methode, mit denen die Studierenden gearbeitet haben. Dazu kommt jetzt gleich mehr. Und als kurzer Einschub, also so ein ganzes Projekt wäre natürlich nie und nimmer möglich, wenn nicht auch Kooperationen, wie zum Beispiel mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, dazu beigetragen hätten und uns enorm unterstützt hätten, dass wir auch dieses Buchprojekt, diese Ausstellung, diese ganze Recherche bewerkstelligen hätten können und sind aber auch solche, die wirklich auch mit ganz klassischen finanziellen, monetären Mitteln uns beigetragen haben, wie zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft der politisch Verfolgten in Steiermark, dann die jeweiligen Städte, die dazu beigetragen haben, nicht zuletzt auch natürlich das Land Steiermark, Zukunftsfonds der Republik Österreich, die finanziell dieses ganze Projekt getragen haben und unterstützt haben. Und auch ein großes Dankeschön an die Grafik, dass die nochmal gerade dieses Transportieren der Inhalte einer Ausstellung in das Medium des Buches bewerkstelligt haben und uns da groß mit ihrer Expertise geholfen haben. Und das war das Wiener Grafikbüro Seubert. Marie und Gerhard, herzlichen Dank. Ja, so, jetzt genug meinerseits zu den einleitenden Dingen und jetzt darf ich weiterleiten an Emma Drinder. Ja, vielen lieben Dank. Danke für so eine nette Einleitung. Mein Name ist Emma Drinder. Ich war eine von den 15 Studierenden, also zwei Paar von den 30 Händen, die da mitgearbeitet haben. Kurz noch zur Aufteilung. Wir haben uns selber aufgeteilt in Gruppen und jede Gruppe hat sich in einen Bereich vertieft. Die Bereiche wurden Ihnen jetzt gerade eben schon kurz vorgestellt. Und meine Gruppe mit den Kollegen Lienhardt und Kollegen Peng, unsere Aufgabe war es, eigentlich einen allgemeinen Überblick darüber zu schaffen, wie der Widerstand in der Steiermark eigentlich stattgefunden hat, beziehungsweise wir haben auch über die unterschiedlichen Widerstandsgruppen geschrieben und gearbeitet mit Zusammenarbeit, also mit Hilfe von Heimo wäre das eh unmöglich gewesen, weil das ist, wie schon erwähnt, eine einsemestrige Arbeit gewesen und das Thema ist sehr breit und sehr überwältigend am Anfang, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wir hatten da sehr viele, nicht Schwierigkeiten, sondern eher Sachen, die wir am Weg gelernt haben. Eines davon ist, wenn du, Armin, bitte auf das nächste Slide gehen würdest. Eins ging über die Darstellung. Die Themen, die Sie im Buch dann finden werden, sind beispielsweise, hier geht es um die Verurteilung, also über die Darstellung der
Quantifizierung der Urteile am Volksgerichtshof, sowohl in Graz wie auch im am obersten Gericht in Wien zwischen 38 und 45. Die Daten dazu hat uns auch großzügigerweise, danke noch einmal, der Heimo zur Verfügung gegeben. Das waren sehr viele, das waren sehr lange Listen und Informationen, die wir durchgehen mussten. Und mit Zahlen zu arbeiten bei so einem Thema war sehr empfindlich, weil Zahlen immer sehr genau sein müssen. Und in dem Fall war es nicht möglich, ganz genau zu arbeiten, weil auch die Zahlen, die derzeit zur Verfügung gestellt werden, nicht vollständig sind. Beispielsweise bei der Grafik, was man auch sieht, beispielsweise eine von den Verurteilungen ist Vorbereitung zum Hochverrat. Das ist vieles versteht man darunter. Wenn man sich im Thema ein bisschen vertieft, wird man merken, dass vieles in der Zeit als solches auch eingestuft wurde. Da haben die Gerichte sehr breit selbst verurteilt, wie sie es einteilen. Und bei der nächsten Grafik, da war das Thema stark basierend auf wie viele Jahre, also wie lange diese Verurteilungen von Todesstrafe bis hin zu, also kein Urteil, 10 Jahre, 7, 4 und weniger. Da haben wir sehr lange darüber geredet und sehr viele Varianten von diesen Grafiken entwickelt, weil es auch wichtig war, dass es schnell die Informationen übermittelt, sowohl in der Ausstellung wie auch jetzt später fürs Buch, dass man eben ein Verhältnis, ein Gefühl dafür kriegt, auch als Laie, der sich jetzt nicht im Thema vertieft hat, wie das damals eigentlich war. Also korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber das war ungefähr auch der Wunsch der Gruppe, diesen Effekt zu schaffen. Vielleicht darf ich da kurz ergänzen. Also auch diese Schwierigkeit, also wir haben da auch mit dem Döff viel diskutiert, dass im Grunde unsere Faktenlage ist, wir berufen uns da auf die ganzen Verurteilungen. Das heißt, wir nehmen hier im Prinzip die Täterperspektive ein. Und das ist problematisch. Und wie geht man damit um, weil wir nicht andere Akten haben? Das heißt, ihr habt es dann auch auf euren Begriff zurück oder auf deinen Begriff zurückentlehnt, also dieser unsichtbare Widerstand, den zumindest schriftlich ausformuliert als Kategorie, aber grafisch darstellen, ist dann schwierig, weil eben dazu gibt es keine Akten. Das heißt, dass wir eigentlich hier eine Brille aufsetzen, die der Täter und da mit diesen Akten umgehen. Also das muss man sich bewusst sein. Vielleicht ergänzend auch noch von mir, nachdem ja gesagt worden ist, dass diese Daten von mir stammen. Es ist natürlich tatsächlich so, dass nur die Akten sind, die einerseits überliefert worden sind, also von Gerichtsakten, vom Volksgerichtshof, vom Oberlandesgericht Wien und vom Oberlandesgericht Graz, wo politische Tatverbrechen nach der damaligen Ansicht der Machthaber abgeurteilt worden sind. Es sind nicht alle Akten erhalten. Man muss auf der einen Seite jetzt natürlich schon berücksichtigen, dass die NS-Verfolgungsinstanzen inklusive der Teilnahme der netten Bevölkerung, der Volksgenossen und Genossinnen, die die Widerstandskämpfer auch denunziert haben, da schon in den organisierten Widerstand rein eine Ahnung gehabt haben, was da vor sich geht. Also diese Gruppen, die sich organisiert haben, sind mehr oder weniger hier abgedeckt. Die findet man hier auch wieder repräsentiert. Man sieht also, die vorgehende Grafik war da wiedergegeben, Vorbereitung zum Hochverrat. Das war quasi dieser politisch organisierte Widerstand. Die individuellen Widerstandshandlungen, wie zum Beispiel abfällige Äußerungen, man kann einen eigenen Paragraphen, Vergehen gegen das Heimtückegesetz oder defetistische Äußerungen, man sieht das auch bei dieser Grafik, das sind so die individuellen Handlungen, die hat man nur dann erfahren, wenn das der nette Nachbar oder die nette Nachbarin den Behörden gemeldet hat. Also das ist tatsächlich diese nicht sichtbare Ebene und
Dementsprechend ist das natürlich eine Tendenz, die man hier sowohl bei dieser einen Grafik hier wahrnehmen kann, als auch bei der zweiten Grafik, wo man allerdings schon sehr genau sieht, wie sich die NS-Justiz im Zusammenhang mit dem Widerstand durch die Jahre hindurch radikalisiert und aber auch, vor allem wenn man sich anschaut, wie die Todesurteile ansteigen. Am Anfang gibt es ja fast keine, also es geht um Tendenzen hier, es geht nicht darum zu sagen, in diesen Jahren waren 175 Widerstandshandlungen mit dem Tod bestraft, im nächsten Jahr so und so viele, sondern um Tendenzen. Und das kann man irgendwie anhand dieser Grafik sehr, sehr genau nachvollziehen. Wobei man dann überraschenderweise vielleicht feststellt, dass am Ende hier wenig drauf ist. Das hängt damit zusammen, dass am Ende der NS-Herrschaft kaum organisierte Widerstandsgruppen mehr auftreten, weil eben die Verfolgungsinstanzen, sprich Gestapo und NS-Justiz, die zum Teil abgestraft hat, die zerschlagen hat und dann eher diese individuelle Ebene des Widerstands auch hier in der Steiermark sichtbar ist. Also deswegen sieht man diese unterschiedlichen Kurven, also sehr lang zunächst ansteigend und am Schluss dann irgendwie im Zusammenhang mit Vorbereitung zum Hochverrat eigentlich nicht mehr aburteilend die NS-Justiz, sondern eher in diesen individuellen Bereich wie Wehrmachtzersetzung und anderes mehr. Genau. Ja, und gerade an dessen merkt man ja auch, wie schwierig es auch für uns alle war und wie oft wir das Rad gedreht haben und versucht haben, jeden sozusagen hier einen Platz zu schaffen. Wir haben es dann im Buch schriftlich auch diesen unsichtbaren Widerstand oder den individuellen Widerstand versucht auch zu erorten. Aber wir haben als Studierende, also ich sage jetzt aus der Sicht einer Studentin, die an dem Projekt damals gefiebert und gearbeitet hat, sehr viel darüber gelernt, wie schwierig es eigentlich, also wie eigentlich nicht leicht es ist, so einen Datensatz in eine Grafik umzuwandeln. Man denkt sich, okay, das ist, ich sage jetzt als Laie, ach, das sind ein paar Daten, dann können wir das in Grafiken darstellen und ganz schnell im Excel, und das ging überhaupt gar nicht so schnell. Es war doch dann etwas, was sehr viel Gewicht hat und was man sehr oft überdenken hat müssen. Und da hat uns auch die Marie sehr viel geholfen, zu lernen, wie man mit Grafiken und Schraffuren und Farben arbeiten kann. Ja, und dann zum Abschluss meinerseits haben wir auch den Namen entsprechend einer Topografie oder einer Verortung der Widerstandsgruppen oder die Widerstandsarten in der Steiermark versucht, topografisch darzustellen. Da gab es dann auch in dem Zusammenhang sehr viele Diskussionen, wie wir es machen, gerade auch mit dem Heimo und auch mit der Waltraud und Daniel, dass das richtig dargestellt wird. Und das war, glaube ich, die größte Herausforderung unserer Gruppe, weil wir einmal hatten wir den christlich-legitimistischen Hamin, weil jetzt verhältnismäßig waren das sehr große Unterschiede, also eine großen ordnungsmäßig große Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen. Und die Frage war, wie wir es dort auf der Karte darstellen. Genau. Ja. Vielleicht ergänzend jetzt eben zu dieser Karte noch ein paar Erklärungen hinzukommend. Wer sich erst mit der Steiermark nicht so genau auskennt, diese schraffierten Flecken, wo eben viel Widerstand zu sehen ist, sind zum einen Orte der Schwerindustrie, wo eine große, seit 1934 illegale Arbeiterbewegung Widerstand zunächst gegen das austrofaschistische System und dann ab 1938 gegen den Nationalsozialismus leistet, also die komplette Mur-Mürz-Furche mit wirklich den wichtigen und zentralen Industrieorten. Und zum anderen gab es in der Endphase des NS-Regimes Partisanengruppen. Zum einen eine rund um Leoben, wir werden dann später noch, und dann eben eine, die im Bereich der Choralpe der slowenischen Grenze aktiv geworden ist. Also 1944 sind einige Österreicher aus der Sowjetunion in Slowenien abgesprungen und dann in die Steiermark gekommen und haben hier eine Partisanentätigkeit begonnen, und man findet auch im äußersten Zipfel im Norden, oben im Ausseergebiet, das damals nicht zur Steiermark gehört hat, sondern zu Oberdonau, wie Oberösterreich damals geheißen hat, wo sich auch so eine Partisanenorganisation gegründet hat, die allerdings nicht aktiv geworden ist, im Unterschied zu diesen anderen Orten. Und wenn man sieht, in vielen dieser Gegenden sieht man hier keine Schraffur, dass hier Widerstand stattgefunden hat, und das ist mehr oder weniger auch
tatsächlich so. Also wenn man von organisierten Widerstand spricht, also es gab dann schon in vielen Gemeinden Pfarrern, die von den Kanzeln herunter irgendwie gegen den Nationalsozialismus sich geäußert haben, die sind auch dementsprechend bestraft worden. Es gab so Heimtückereden, abfällige Äußerungen und so weiter, aber in organisierter Form ist das kaum der Fall gewesen. Und die Aufgabe der Studierenden war ja eher, den politisch organisierten Widerstand hier zu dokumentieren. Und in diesen ländlich strukturierten Gebieten, wo eben, wie gesagt, keine Schraffur zu sehen ist, hat es auch keinen organisierten Widerstand gegeben, weil es auch zum Teil hier keine Industriearbeiterschaft gegeben hat, die in diesen großen Steiermark und Österreich umfassenden Widerstandsorganisationen tätig geworden sind. Da höre ich auch schon auf, sonst halte ich ein Referat über Widerstand und das ist heute nicht das Thema. Danke. Ja, dann leite ich weiter an die Kollegin Viktoria. Oder den Kollegen Armin, Entschuldigung. Ja, wie Emma schon gesagt hat, wir haben uns eben in Gruppen aufgeteilt, verschiedene Case Studies bearbeitet. Wir haben, also meine Kollegin Viktoria Retzka und ich, haben gemeinsam mit unserer Kollegin Janika Dörr das KZ-Außenlager in Eisenerz bearbeitet. Und zuerst einmal zu der Informationslage, die wir vorgefunden haben. Ein ehemaliger Häftling, ein polnischer Zeuge Jehovas, Jan Otrepski, hat sich 1999 zu seiner Haft im KZ-Außenlager Eisenerz geäußert und ist auch damals schon grob im Gsollgraben verortet, war auch dort dann vor Ort, hat seine verschiedenen Arbeitseinsatzorte einem Kamerateam gezeigt. Eine Skizze der Lagerstruktur angefertigt und zum Beispiel die wichtigsten Lagerältesten, die er gekannt hat, aufgeschrieben und den Gebäuden die Funktion zugeordnet. Das ist Jan mit seinem Häftlingsfoto aus Auschwitz und seiner Unterschrift. Und was es zusätzlich gegeben hat, waren einige Transportlisten, die wir von Heimat zur Verfügung gestellt bekommen haben, die den Transport verschiedenster Häftlinge vom KZ Mauthausen oder vom KZ Außenlager Gusen nach Eisenerz belegen. Und zusätzlich hat es öffentlich zugänglich auf der Seite der Mauthausen Guides eine Verortung des Lagers im Gsollgraben, auf dem Bild sichtbar, beziehungsweise eine Verortung des Lagers auf der Feisterwiese gegeben. Also war nicht hundertprozentig klar, wo sich das Lager jetzt wirklich befindet, auch wenn Jan es im Gsollgraben verortet hat. Jetzt kommen wir zum forensischen Teil. Wir haben uns dann das Gebiet im Gsollgraben, das Jan verortet hat, heute angeschaut, mittels GIS-Autofotos. Das sind maßstabsgetreue Luftbildaufnahmen. Und auf den ersten Blick weist jetzt einmal überhaupt gar nichts mehr auf ein Lager in diesem Gebiet hin. Wenn wir uns jetzt das Luftbild von 1945 dieses Gebiets anschauen, also von einer Befliegung der Alliierten, fallen schon einige Strukturen auf, die lagerähnlich sind. Das Problem ist allerdings, diese Luftbildaufnahmen von 1945 sind nicht genau, die sind in keinem Maßstab. Es ist relativ schwierig, sich zurechtzufinden, wo geht jetzt was um, besonders in im Ort wie Eisenerz, der hauptsächlich aus Wald besteht. Allerdings gibt es eine sehr markante Häusergruppe, die auf beiden Fotos zu sehen ist. Das sind sechs Häuser im Sechseck angeordnet, die es auch heute noch gibt. Anhand von diesen Häusern haben wir das heutige Luftbild mit dem historischen Luftbild überlagern können, es richtig ausrichten können und grob skalieren können. Also das ist jetzt das Luftbild noch einmal ein bisschen größer. Und da sieht man eine Struktur, die sehr ähnlich ist zu dem, wie wir vorher auf der Skizze von Jan Otrepski gesehen haben.
Und wenn man jetzt langsam die Transparenz des historischen Luftbilds herunterstellen bei der Überlagerung, sieht man relativ genau, wo sich dieser Ort heute befindet, im Bereich dieses Holzlagerplatzes. Dann nochmal das Konzentrationsaußenlager Eisenerz im Detail zu sehen. Und jetzt, wo wir den Ort genau eruiert hatten, dass es sich eben belegbar, fotobelegbar auf diesem Holzumkehrplatz befunden hat, hat sich für uns die Frage gestellt, wie geht man mit einem eventuellen Erinnerungspunkt, mit einem eventuellen Mahnmal an einem Ort, an dem heute eigentlich nichts mehr zu sehen ist. Wir haben uns entschieden, an dieser Stelle einen Google-Marker zu setzen. Zu diesem kommt man mit diesem QR-Code, also quasi eine Art digitale Gedenkstelle für diesen Ort, zu dem man auch wirklich nicht hinkommt. Der ist an der Bundesstraße. Wir sind so ungefähr eine halbe Stunde entlang der Autos hinspaziert, also er ist wirklich schwer zugänglich, befindet sich auf einem Privatgrundstück. Und deswegen haben wir uns entschieden, zumindest digital eine Art Gedenkstätte hier zu setzen. Für die Rekonstruktion der Lagerstruktur übergebe ich jetzt an meine Kollegin Viktoria Jatretzka. Ja, vielen Dank. Also in einem weiteren Schritt haben wir die Lagerstruktur rekonstruiert. Einmal hatten wir als Stütze die Bilder von ähnlichen Lagern, also Außenlagern von KZ Mauthausen und die entsprechende Literatur dazu. Und dann natürlich das historische Luftbild im Vergleich zu der Skizze unseres Zeugen Jan Otrepski, der das eigentlich schon recht präzise aufgezeichnet hat mit einigen Abweichungen. Und dazu muss man auch sagen, dass die Lagerstrukturen eigentlich grundsätzlich sehr ähnlich waren und ja, aus immer selben Elementen bestanden, also im Speziellen auch die Außenlager des KZ Mauthausen bestanden eigentlich immer aus den Baracken für die Häftlinge, die in einer sehr engen Rasterstruktur angeordnet waren. Dann eben der Umzäunung, den Wachtürmen und den vorgelagerten Funktionsbaracken, wie zum Beispiel der Küche oder der SS-Baracke. Und diese Struktur variierte in der Größe, hat sich aber im Grunde immer wieder wiederholt. Und die Baracken hatten auch eine genormte Größe. Sie waren in Modulbauweise, in Leichtbauweise, also meistens aus Holz errichtet. Genau, und wir haben anhand des Luftbilds eben nach den Proportionen ermitteln können, dass unsere Häftlingsbaracken eine Größe von 8,14 Meter mal 26 Meter hatten und auf einer Modulgröße 8,14 Meter mal 3,30 Meter beruhten. Und genau, so konnten wir dann auch ein 3D-Modell von unserem Außenlager erstellen. Und genau, also es gibt natürlich gewisse Abweichungen von Jans Skizze und dem Luftbild. Zum Beispiel sieht man jetzt hier, dass eine Baracke quasi andersrum gedreht ist. Hierbei handelt es sich um eine SS-Baracke und hier stellen sich natürlich da Fragen der Erinnerung. Also eine Person, die eigentlich diese Baracke nie wirklich gesehen hat, so war unsere Argumentation, erinnert sich vielleicht nicht so genau, wie die Positionierung war. Aber ansonsten hat er schon die Gebäude sehr präzise aufgezeichnet und wir konnten diese auch im Luftbild so wiederfinden. Genau, und
Im weiteren Schritt haben wir auch diese Zeichnung haben wir materialisiert in Form eines Modells. Hierbei war es uns wichtig, eine neue Ebene für diese Erinnerung, die wir versuchen zu schaffen, auch eben eine neue Ebene hierfür zu schaffen. Und uns war es wichtig, eben mehr eine atmosphärische Information diesem Modell zu geben durch die Materialität, weil wir nicht so viele konkrete Informationen über die Details geben können. Also wir können nur darüber spekulieren anhand von eben Material, also wie andere Außenlager ausgesehen haben, aber so stark im Detail können wir eben nicht gehen und wollten wir auch nicht. Uns war es eben wichtig, auf der atmosphärischen Ebene die Informationen zu geben. Auch zur Materialwahl, wir haben Beton gewählt und jetzt nicht zum Beispiel Holz, weil Holz zu warm ist. Und wir wollten wirklich ein bisschen die Kälte dieses Ortes auch darstellen. Und natürlich waren es auch praktische Gründe, das war eine Außenausstellung und dieses Modell sollte berührt werden, vor allem auch im Rahmen der Barrierefreiheit, dass man einen Eindruck dieses Modells hat, wenn man eben nicht sehen kann, aber natürlich auch der Witterung ausgesetzt. Also deswegen ist die Wahl da auf relativ groben Beton eben gefallen. Ein weiterer Punkt, den Emma schon angesprochen hat, war die historische Recherche, wo wir eben unter anderem mit den Transportlisten, die wir von Heimer bekommen haben, die wir dann auch von Mauthausen in weiterer Folge bekommen haben, gearbeitet haben, in Verbindung auch mit dem Online-Portal des Rosenarchivs, wo wir zu fast allen angeführten Häftlingen auch deren Häftlingskarte oder einen Sterbeschein zum Beispiel finden konnten und anhand dessen teilweise Biografien rekonstruieren könnten und auch Zahlen, die wir wirklich belegen können, gewinnen konnten. So war zum Beispiel die Anzahl der Häftlinge, die insgesamt über die ganze Bestehensdauer des Konzentrationsaußenlagers belegbar ist, 676 Häftlinge, wovon belegbar, also wirklich mit Sterbeschein, 126 verstorben sind in Haft. Wir haben uns dann auch einige Personen herausgesucht, zu denen wir mehr recherchiert haben. Zum einen natürlich Jan Otrepski, der uns die Arbeit relativ abgenommen hat, indem er seine Geschichte selbst niedergeschrieben hat und damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Aber zum Beispiel auch von Ludwig Lach, das ist ein Lagerältester gewesen, den Jan als persönlichen Freund zählte, ein Grazer. Oder der französische Widerstand, für den ich an Viktor Retretzke übergebe. Genau, also dazu muss man auch sagen, dass die Rekonstruktion dieser Einzelschicksale war uns auch wichtig, um den Widerstand eben nachzuweisen. Also das Thema war Topografie des Widerstands. Und es gab einerseits einen Widerstand außerhalb des Lagers. Also die Leute sind ja für ihren Widerstand gegen das NS-Regime erst in das KZ gekommen. Und andererseits gab es auch Widerstand intern im Lager, wo es zum Beispiel Personen gab, die geflohen sind aus dem KZ Eisenerz. Und ja, durch diese Einzelschicksale konnten wir ein bisschen auch eben dieses Gefühl oder die Geschichte dieses Lagers auch ein bisschen rekonstruieren. Und eben, also der Widerstandskämpfer aus Frankreich, sein Schicksal oder seine Geschichte ist eigentlich recht gut dokumentiert gewesen. Er ist leider auch in dem KZ Eisenerz verstorben.
Und genau, er war eben auch ein Vertreter des Widerstands in Frankreich und ist so nach Eisenerz gekommen. Dann, wie auch Emma schon angesprochen hat, war es eine Frage, wie stellt man diese Daten jetzt dar, vor allem im Rahmen auch der Ausstellung, aber dann auch im Buch. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Methoden, je nach Medium. Zum Beispiel, das ist die tatsächliche Häftlingszahl. Also jede Person steht wirklich für einen Häftling des KZ-Außenlagers Eisenerz, um sich einmal diese Zahl verbildlichen zu können. Oder auch diese Grafik, die alle Verstorbenen, also belegbar Verstorbenen, dokumentiert. Das ist natürlich eine Grafik, man sieht es jetzt auch in der Präsentation, die sich nur für eine Ausstellung eignet, wo man wirklich dann zu dem Display hingehen kann und sich die Namen durchlesen kann. In dieser Grafik geht es darum, der dunkelblaue Strich ist die Lebenszeit, die Menschen hatten, und die Erweiterung, der hellblaue Strich, ist die Ergänzung auf eine Lebenserwartung von 80 Jahren, also quasi die Zeit, die man diesen Menschen genommen hat. Ich sage vielleicht ganz kurz noch was zu diesem Eisenerz-Teil, nämlich als Historiker. Sie haben das schon mitbekommen, man hat nicht genau gewusst, wo ist das Lager, da gab es zwar unterschiedliche Ansichten, und man hat bis zu diesem Zeitpunkt, bis die Studierenden tatsächlich so aktiv geworden sind und danach recherchiert haben, diese Listen gehabt. Also Mauthausen war ja sehr genau mit der Führung der Namen, wer wohin gekommen ist, und diese Listen sind erhalten geblieben, und ich habe euch dann damals diese Listen gegeben, und man hat aber darüber hinaus nichts gewusst. Also in Kurzbeiträgen stand dann, es gab ein Außenlager in Eisenerz von 1943 bis 1945, es gab eine Zahl, die hat man anhand dieser Listen zusammenzählen können, und das war es dann mehr oder weniger, ne? Wer die Personen gewesen sind, die in diesem Lager gewesen sind, was mit ihnen passiert ist, das war eigentlich alles nicht dokumentiert. Und ich kann mich erinnern, wie ich dann das erste Mal hingekommen bin und ich gesagt habe, in Arolsen, also in Bad Arolsen in Deutschland, ist das Rote Kreuz Archiv, und die haben begonnen, die ganzen Dokumente zu digitalisieren und online zu stellen. Und wie ich das erste Mal hingekommen bin und ihr da recherchiert habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, da tut sich jetzt eine neue Geschichte auf, die bis zu diesem Zeitpunkt wirklich noch völlig unbekannt gewesen ist, nämlich auch von historischer Seite her. Man hat eigentlich nicht gewusst, wer sind diese Personen. Man hat natürlich eine Stricherliste machen können, um zu schauen, aus welchen Ländern sie gekommen sind, aber das war es dann auch schon. Hat sich niemand anderen, weil es eigentlich verhältnismäßig wenig aussagt, weil man keine Geschichten dahinter hat. Und die Geschichten habe ich hier tatsächlich zutage gefördert, zudem, dass ich das verortet habe. Also ich war sehr imponiert, wie ich dann echt so Werken gesehen habe und gesehen habe, was da einfach rauskommt an neuen Erkenntnissen. Und wenn man jetzt sagt, man will was zu Eisenerz, zum Außenlager wissen, will jetzt einmal sagen, der aktuelle Stand ist das, was da dokumentiert worden ist in der Ausstellung. Ja, ich glaube, das kann man kurz nochmal noch so stehen lassen. Also danke auch nochmal für die ganze Präsentation, und jetzt kommen wir auch eigentlich schon gegen das Ende, und zwar, wie jetzt schon mehrmals angeklungen ist, das war konzipiert als Wanderausstellung, danke Armin, und das heißt, wir haben das eben an vier verschiedenen Orten dann gezeigt, also weil es eben uns wichtig war, diese neuen Erkenntnisse auch vor Ort dieser Bevölkerung zugänglich zu machen, also in Graz, Eisenerz, Deutschlandsberg und Leoben. Und genau, danke. Und wenn der Heimo jetzt noch möchte, könnte er noch ganz kurz zu einem weiteren Case Study, wo du auch aus deiner Diplomarbeit heraus schon quasi von Anfang an mit dabei warst, was erzählen. Gut, nachdem ich aus Graz hierher gefahren bin, kann ich natürlich was erzählen zu dem Ganzen. Auf der einen Skizze zur Steiermark hat man gesehen, Leoben
gab es viel Widerstand und gab es auch eine Partisanenorganisation, nämlich die Österreichische Freiheitsfront, die von 1943 bis 1945 aktiv gewesen ist mit Anschlägen, Überfällen, Widerstandsaktivitäten der verschiedensten Art. Und diese Gruppe der Partisanen hat natürlich illegal gelebt, hat in den Bergen gelebt und die haben aber nicht nur zurückgezogen in den Bergen alleine für sich alleine gelebt und Anschläge gemacht, sondern die haben natürlich eine sogenannte Bodenorganisation gehabt, eine Basis, auf die sie zurückgreifen konnten, die sie unterstützt haben, die sie aber auch mit unterstützt haben in verschiedenster Form, auf der einen Seite mit Lebensmitteln, mit Informationen. Und diese Gruppe, die diesen Fall Leoben, dieser österreichischen Freiheitsfront bearbeitet hat, hat eben versucht, diese Orte zu lokalisieren von diesen Personen, die diese Bodenorganisation in der Stadt Leoben gebildet haben. Die gab es allerdings im gesamten Bezirk Leoben, rauf nach Eisenerz bis nach Hiflau, nach Bruck, nach Kapfenberg und in andere Gemeinden mehr. Sie haben sich das ja auch angeschaut. Wo haben diese Unterstützer und Unterstützerinnen sich in Leoben befunden, um hier quasi auch so eine Topografie des Widerstands festmachen zu können. Wenn man nämlich sonst sagt, also die Partisanen haben in Leoben kaum Aktivitäten gesetzt, sie haben eine Sprengung gemacht von Eisenbahnschienen, aber das war es hier jetzt auch schon. Aber darüber hinaus gibt es ganz viele so Orte der Unterstützung und dies sichtbar zu machen, war quasi diese Aufgabe dieser Gruppe und die haben zurückgegriffen auf die Protokolle nach 1945, als gegen die Gestapo-Beamten, das ist auch ein Ort, den man natürlich in Leoben festmachen kann, in der Kärntner Straße, da gab es Volksgerichtsverfahren gegen die Gestapo-Beamten und vor allem gegen einen Beamten, Stelzl, das war der Leiter dieser Gestapo-Stelle, und der ist übrigens auch zum Tode verurteilt worden und hingerichtet worden, und da haben ganz, ganz viele Zeugen und Zeuginnen eben gegen diesen Stelzl ausgesagt, die eben innerhalb dieser Bodenorganisation des österreichischen Freiheitsfront aktiv gewesen sind, die überlebt haben, die in Konzentrationslager gekommen sind, aber wie gesagt überlebt haben und die Misshandlungen bei der Gestapo durch Stelzl eben bezeugt haben. Und die haben einfach ihre Wohnadressen kundgetan und die findet man hier in dieser Karte eben auch markiert. Es sind wahrscheinlich sehr viel mehr gewesen, die aktiv gewesen sind, aber die haben zum Beispiel dann nicht als Zeugen oder als Zeugin ausgesagt oder eben hat man nicht festmachen können. Aber es gibt zumindest jetzt für Leoben einige Punkte mehr, wo man sagen kann, hier hat Widerstand stattgefunden oder Unterstützung für die Partisanen gegeben. Ah, genau. Und dann gibt es eine interessante Geschichte. Einer dieser Leiter der ursprünglich illegalen kommunistischen Partei, aber dann auch einer der Kontaktpersonen in Leoben zu dieser Partisanengruppe, die in den Bergen gelebt hat und unterwegs gewesen ist, war ein Uhrmacher, der Uhrmacher Andrejowitsch, und der berichtet in einem Zeitzeugenband, beziehungsweise auch andere berichten darüber, wie eben die Kontaktaufnahme zwischen Personen, die mit den Partisanen in Kontakt kommen wollten und mit diesen Partisanen stattgefunden hat, dass nämlich diese Uhren, die er draußen gehabt oder eine bestimmte Uhr, die er dann als solche gehabt, einfach markiert hat, zu welcher Zeit es ein Treffen gibt. Und die Studierenden haben das quasi so grafisch dargestellt, dass diese Auslagenscheibe von diesem Andrejowitsch in Leoben als Skizze darstellen, wo man als normaler Passant, der da vorbeigeht, also vielleicht bestenfalls denkt, okay, die eine Uhr geht falsch oder stimmt nicht oder steht, während die anderen eh richtig ticken. Aber das war quasi die Angabe, wann das nächste Treffen stattfindet für die Unterstützer bzw. für die Partisanen. Ja, das war es jetzt soweit von uns. Das Buch gibt es natürlich in jedem gut sortierten Buchhandel zu kaufen. Wir haben auch einige mitgebracht, wo Sie noch selbst Einblick nehmen können. Aber vielleicht gibt es an dieser Stelle, jetzt haben ja sehr lange wir geredet, vielleicht gibt es ja an dieser Stelle auch Fragen vom Publikum. Und deswegen möchte ich kurz mal hier nachhaken.
Dann starte ich mal mit einer Frage. Armin hat vorhin ein QR-Code hergezeigt als digitale Gedenkstätte. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erläutern, wie das funktioniert und wo man den findet, weil ich hätte das jetzt so verstanden, dass dann da eine Tafel steht und man kann dann vor Ort, aber ihr habt ja gesagt, man kommt nicht hin, sondern das ist auf Google. Genau, also wir haben auf Google Maps einen Marker gesetzt. Der QR-Code ist sowohl im Buch, der war auch in der Ausstellung auf einem Display. Und der führt eben genau zu diesem Google-Marker. Und Google gibt ja die Möglichkeit, dass man dort gewisse Bilder zu dem Ort hinzufügen kann. Soll auch ein Anstoß sein, dass die Arbeit noch nicht abgeschlossen ist und die Erinnerung noch nicht abgeschlossen ist und dass wir jetzt eigentlich erst so eine kleine Grundlage gelegt haben, zumindest einmal, wo dieser Ort ist und ein paar Einzelschicksale. Und kann ein Ort sein, um das quasi verortet online darzustellen, was noch herausgefunden wird, was noch weitergearbeitet wird an dieser Erinnerung. Ja, vielleicht kannst du das fürs Publikum noch mal kurz ermöglichen. Dann kann jeder mit seinem Handy, ihrem Handy, überprüfen, ob das funktioniert. Ja, vielleicht, wenn ich da noch mal ergänzen darf. Also es ist eben, es ist diese digitale Gedenktafel, die ihr da errichtet habt. Und es gibt ja auch vor Ort schon, du warst ja 2000 dabei bei dieser großen Veranstaltung im Rahmen vom Steirischen Herbst, oder? Also es gibt schon eine sehr lange Debatte um diesen Ort und wie man damit umgeht. Und das hat auch mit Generationen zu tun und dergleichen. Und einfach jetzt auch nochmal von euch so dieser Anstoß, ihr seid ja weiterhin auch im Gespräch mit den Menschen vor Ort, dass man vielleicht letzten Endes dann doch schafft, diesen digitalen Gedenkort als kleine Geste dann in etwas zu übersetzen, das dann wirklich eben physisch ist und nochmal ganz anders wahrnehmbar ist. Aber eben, wie du meintest, also es ist, ihr habt einen wichtigen Beitrag geliefert, der ist nicht ganz klein. Und da ist noch einiges zu tun, damit das eben auch in die Realität dann noch kommt, diese Erinnerung. Und das Modell ist heute eben Teil der Ausstellung im Stadtmuseum in Eisenerz. Also auch als quasi Beitrag zu diesem Erinnerungsort. Also danke für die Präsentation. Eine Frage an den Herrn Halbreiner, wenn Sie sagen, dass so Dinge wie dieses Außenlager bisher eigentlich nur in List irgendwo mal kurz aufgeschienen sind, aber jetzt nie wirklich greifbar waren. Würden Sie dann sagen, dass es da zum Beispiel jetzt in diesem Kontext, das Widerstand gegen NS und auch so Außenlager und so weiter, dass es da noch mehr Orte gibt, wo diese Ansätze der Forensic Architecture Sinn machen würden, da jetzt noch weiter zu forschen oder das noch weiter zu vertiefen? Frage. Also ich sage jetzt einmal, man wusste natürlich in der unmittelbaren Nachkriegszeit, wo das gewesen ist. Ne? In der Zwischenzeit sind viele Jahre vergangen. Man hat kein Interesse gehabt, diesen Ort irgendwann einmal zu markieren und das ist einfach verloren gegangen, das Wissen. Und es hat auch bei uns in der Steiermark oder vor allem bei uns in der Steiermark sehr, sehr lange gedauert, dass man sich überhaupt sowohl mit Widerstand auseinandersetzt. Dieser Band Widerstand und Verfolgung in der Steiermark, der erste Band, der ist vor 3 Jahren erschienen. Die Bände für andere Bundesländer sind vor 40 Jahren erschienen. In der Steiermark gab es 8 kleine und kleinste Außenlager von Mauthausen, Ramsbrück und Dachau. Dazu gab es bis vor wenigen Jahren nur zu einem einzigen einen Gedenkstein, nämlich zu Beckau.
in den End-80er Jahren, Anfang der 90er hat man dann für ein weiteres Außenlager einen Gedenkstein errichtet. Und ich erinnere mich noch daran, dass der damalige Minister Bartenstein ganz wie aus den Wolken gefallen gewesen ist, dass er dann draufgekommen ist, dass in seinem Schloss in Lanach unten ein Außenlager des KZs gewesen ist. Also er hat gesagt, er hat das nicht gewusst. Ne? Also das war einfach kein Weitergeben von Wissen oder kein Nicht-Wissen-Wollen, das sei es dahingestellt. Da ist kaum was passiert in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Hätte jetzt einmal gesagt, hat man natürlich gewusst, dass das ein Ort des Terrors gewesen ist. Man hat das ja gesehen, es ist ja nicht so, dass das versteckt gewesen ist. Ich kann einer dieser Lager, aber das ist dann verschütt gegangen. Und solche Orte hat man dann zum Teil natürlich auch im Zusammenhang mit sogenannter Wiedergutmachung, der Opferfürsorge und so weiter. Da gab es Einrichtungen, die die markiert haben, auch irgendwie, um das anzuerkennen. War das jetzt ein tatsächliches Konzentrationslager oder nur ein sogenanntes Zigeunerlager, weil die haben dann keine Wiedergutmachung bekommen. Also das sind so Listen erstellt worden. Die gibt es seit den End-40er, Anfang 50er Jahren. Aber wie gesagt, vieles davon ist einfach verschüttet worden. Auch das Wissen, dass solche Bücher und solche Aufzeichnungen gibt, ist verschüttet worden. Und vor allem jetzt in Eisenerz, also das ist ja besonders deutlich, ist es ganz, ganz schwierig. Da gab es eine Vielzahl von Lagern und in vielen dieser Städte, wo Industrie gewesen sind, gab es eine Vielzahl von Lagern, wo man gar nicht mehr gewusst hat, dass, ob dort die KZ-Häftlinge gewesen sind, ob dort die Zwangsarbeiter gewesen sind, ob dort die Kriegsgefangenen gewesen sind. Und das waren dann für einen Großteil der Bevölkerung und der Nachgeborenen, die dann zum Teil die Baracken ja noch gesehen haben, die sind nicht alle abgerissen worden, einfach irgendein Lager. Und irgendwann ist das dann weggekommen und es ist dann einfach verschwunden. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, oder letzten, ich glaube, es war letzten Herbst, wo ist dann nicht so eine Dokumentation auf der ORF-Seite einmal gewesen, dass diese ganzen unbekannten Lager da jetzt mal versucht hat aufzulisten. Und ich glaube, es sind sehr viele dieser Lager überhaupt nicht erfasst, weil irgendwie die zum Teil tatsächlich, weil man Holz braucht hat oder irgendwas braucht hat, gleich nach dem Ende des Kriegs demontiert worden sind und die Personen, die dort drinnen inhaftiert gewesen sind, einfach auch nicht von vor Ort gewesen sind. Die sind ja in ihre Heimatländer zurückgekehrt, die waren weg und die Einheimischen haben einfach kein Interesse gehabt, quasi diese Geschichte jetzt weiter zu tradieren und sagen, da war das KZ-Außenlager, da war das Zwangsarbeitslager und so weiter und so fort. Und diese Lagergeschichten verschwinden und die poppen dann schon langsam auf, wann halt irgendwann Knochen gefunden wird, bei Grabungsarbeiten wie in Graz-Liebenau oder anderen Orten mehr. Man weiß es aber zum Teil tatsächlich nicht. Also das ist, man muss irgendwie, also man könnte vielleicht noch was finden, wenn man irgendwie den Ansatz irgendwie hat. Also wir wussten ja alle, dass es ein KZ-Außenlager in Eisenerz gegeben hat. Es gab halt zwar unterschiedliche Fotos auf der Homepage von Mauthausen Webseiten, nämlich Feisterwiesen und Xollgraben. Das war aber nur eins. Also das haben sie jetzt tatsächlich festgestellt, das andere kann man löschen, das ist KKZ-Außenlager. Es war aber sehr wohl ein Lager mit den Bracken, das sieht man ja, das hat man ja gesehen auf dem Bild. Aber all diese Geschichten sind verloren und wenn sich halt niemand dahinter kniet, und sich damit befasst, gehen die verloren, beziehungsweise werden dann so gut dokumentiert, wie es die Studierenden im zu Eisenerz gemacht haben. Blau. nur ein kurzer Gedankenstoß an alle. Wir leben in einer digitalen Welt. Die Ausstellung und auch die Lehrveranstaltung war kurz vor Corona. Seit Corona ist es noch digitaler geworden. Aber so ein Google-Marker, wenn man jetzt sicher, alle stützen sich auf Google Maps sozusagen, vor allem unsere Generationen. Und wenn man sich ja Pläne von einer Stadt anschaut, sieht man, aha, da ist das Museumsquartier, weil jedes Museum ist einzeln verordnet und mit Namen und mit Adresse und mit den Koordinaten, die hier auch auf den Slides zu sehen sind. Und aber auch jetzt zurück auf den Ursprung, auf unsere Architektur, auf unsere Planung, auch unsere die neue Welt der Digitalisierung im Planungsbereich der Architekten beruht sich auch auf Koordinatensystemen und auch auf dieses Google Maps. Und wenn man jetzt auch aufs Eisenerz zurückkommt, da hat man auch das berühmte Rostfest, das kennen auch viele. Da halt, es gibt eine Zeit im Jahr, wo sehr viel auch Jugend in der Stadt sich bewegt und die verwenden alle dieses Hilfsmittel, sich zu orientieren. Und da hast du diese Marke, da ist die Post, da ist hin und her, und wenn da aber ein KZ-Lager steht, dann ist das schon eine Aussage. Und ich glaube, das hat die Gruppe ein sehr starkes sozusagen Hinterlassung gegeben, indem sie einfach diesen Marker gesetzt hat und hat gesagt, da ist ein Mahnmal eigentlich. Wobei
jetzt schon ein Privatgrundstück dort ist und es hätte eigentlich in Vergessenheit geraten können. Genau. Ansonsten würde ich sagen, man kann auch draußen bei der Bar noch weitere Fragen stellen, in vielleicht Vier-Augen-Gespräche. Ja, dann. Oder? Danke unsererseits. Herzlichen Dank für die Präsentation. Vielen Dank und bleiben Sie gerne noch auf ein Getränk. Applaus